Herr von Lahnstein, kleines Interview bitte. Ach richtig, ja, wir waren ja verabredet. Na gut, dann kommen Sie mit, dann machen wir das mal eben. Ja, na los! So, willkommen auf Königsbrunn. Wer wohnt denn jetzt hier? Ja, wir natürlich. Die Lahnsteins, seit 800... ich weiß, worauf Sie... Ich meine, man sieht es ja auch hier. Aber das ist nur temporär, vorübergehender Zustand. Ja, kommen Sie einfach mal mit, wir gehen mal in den Salon. Ja, das ist also der Salon oder das, was noch davon übrig ist. Die Wandbespannung ist gleich geblieben, der Schnitt der Räume. Was gleich geblieben ist, ist mein geliebter Blick da durch die Flucht da in den Garten. Das ist natürlich was, was man nicht kaufen und nicht verändern kann. Hier hat sich natürlich auch jede Menge verändert. Der Esstisch ist geblieben. Unseren Koch haben die auch nicht gekriegt. Der hat sich hier verabschiedet. Was ich Ihnen vielleicht noch zeigen könnte, kommen Sie mal mit. Der Blick, den ich immer seit Kindheit sehr genossen habe. Ich habe ja noch dafür gesorgt, dass unsere Möbel hier rauskommen und so, als das Ganze anfing. Und ich wusste, dass diese Familie sich für das Ganze hier interessiert. Habe ich mal ein bisschen mich natürlich umgehört, weil ich kannte die nicht. Kein Mensch in der Modebranche kennt Verhoeven. Im Endeffekt stellte sich raus, dass der gute Herr Verhoeven als, ja, nennen wir es doch wie es ist, als angefangen hat. Dieses Verhoeven-Rot, ja, also machen wir uns mal nichts vor. Das war der Waschzettel hinten in diesem Billigfummel, das war dieses Rot, ja. Das sind einfach immer die gleichen Abläufe. Man legt sich dann irgendwie eine Oldtimer-Sammlung zu oder wenn es ein bisschen schicker sein darf, gerne mal Rennpferde, dann shiftet man irgendeinen Preis bei irgendeinem Galopprennen. Und dann sieht man sich eben gerne in der sogenannten besseren Gesellschaft dann vor Ort. Die Dame des Hauses hat sich dann irgendwie 15 Jahre in irgendeinem Eigenheim gelangweilt und wenn das Haus auf Mallorca dann auch nicht mehr ausreichend ist, dann wird erstmal das Herz für die Kunst entdeckt. Wenn es schlecht läuft, malt sie dann selber. Wenn es ein bisschen besser gelaufen ist, dann sammelt man Kunst. Gern unter fachkundiger Anleitung natürlich. Gucken Sie sich das an. Ja, welcher Mensch mit Geschmack hängt sein eigenes Porträt in seiner Eingangshalle, wenn da jetzt die Bilder der Kinder hängen würden oder meinetwegen die Frau. Aber das ist genau das. Dann wird irgendwas gesagt, so im Stil von Andy Warhol oder so. Ja, und dann haben wir hier diese, ich meine, was soll das sein? Triptychon? Die Dreifaltigkeit oder was? Ich meine, das ist ja so völlig grotesk. Was ich da sehe, ist die dreifache Einfalt. Ja, also das ist ja völlig abwegig. Nee, gehen Sie ruhig durch. Also offensichtlich sind das diese Fernsehleute hier. Ich will da jetzt auch nicht stören, aber ich kann das natürlich komplett nicht nachvollziehen, wie man so niveaulos sein kann und irgendwelche Fernsehmenschen in sein privates Umfeld lassen kann. Sie haben gerade die Renovierungsarbeiten angesprochen. Wann sehen Sie sich denn wieder hier drin? Wie, wenn ich mich wieder? Das ist ja völlig... Sie wissen so gut wie ich, dass ich von Produktionsseite gehalten bin, mich dazu nicht zu äußern. Ich finde eigentlich sowieso, dass ich Ihnen schon genug erzählt habe, eigentlich schon viel zu viel. Sie können ja mal schauen, dieses Fernsehteam da und diese ganzen Medienmenschen, die sind alle da um die Ecke da hinten. Ich glaube, ich ziehe mich jetzt mal in den Westflügel zurück. Vielleicht finden Sie da ja noch jemanden, der sich irgendwie äußern möchte. Ansonsten schönen Tag.